Also ich baue als erstes direkt einen Hafen. Du spielst Hafen, auch mehrere Häfen, weil die sind als aber billiger. Und dann gehst du als erstes mit dem Kulturflügel hoch, da können wir einen Push in H3 spielen. Okay, also ich weiß nicht, ob ich das so umgesetzt bekomme, ne? Ich habe auch Abbasin seit Monaten nicht gespielt. Aber okay, das heißt, ich gehe am Anfang auf Holz, oder? War das so? Direkt? Du setzt alle auf Holz, einen, dann rallyst du auf Food und baust mit einem, den du aus Holz gezogen hast, den Dock. Und der den Dock baut, der baut auch dein erstes Haus. Perfekt. Wo ist denn das Wasser? Und wann baue ich das Haus? Baue ich jetzt schon das Haus? Wenn du baust Oh. Dock dann Haus, dann solltest du eigentlich, wenn du es richtig machst, nicht Supply Blocked sein. Ja, ich bin gespannt. Spiel einfach intuitiv, Guys. Aber 7 kriegst du schon noch hin. Aber wie der Minos sagt es. Gehst du da oben hin mit der Scout-Platte? Ja. Bin schon auf dem Weg. Okay, gut. Das waren die Anweisungen, die ich gebraucht habe. Jetzt scheint es ganz gut zu laufen. Ich muss auch erstmal wieder. Ja, Survival Man. Es gibt ein Spiel, was dann jetzt ganz frisch rauskommt. Und das wollte ich unbedingt zeigen. Aber jetzt gibt es Age of Empires 4. Deswegen genieße jede Sekunde, Survival Man. Genieße jede Also, Sekunde. wenn ich ein fremdes Spiel spiele, ey, alter Schwede. Warte mal hier, wie ging das so? Holzer. Holzer, Holzer mit England. Aber wir haben England, Frankreich und so, ne, gegen uns. Schön wollen, ne? Wollen? Oh Mann, du weißt doch, dass ich Naja. kein Fan von Wollen bin. Ich Gaius, was machst du eigentlich mit deinem Scout? Da habe ich keine geistige Kapazität dafür gehabt. Merke ich jetzt gerade, dass ich den Scout habe. Sollte ich mal nutzen, ne? Hast du nicht gescoutet? Ja, dafür habe ich den Hafen gebaut. Und das läuft. Ne, der Scout steht noch an seiner Position, wo er am Anfang war. Eieieiei. Ja, ich hab, wie gesagt, ich bin ein bisschen eingerostet. Also ihr dürft von mir keine Walls erwarten, ne? Ich weiß nicht, was ihr da denkt. Ja, so ein bisschen Übergang wollen, dass du nicht blind von Oh Gott, ja. französischen Rittern überrannt wirst Gibt's und da, wo so. gibt's denn Das überall ist. Übergänge? Ist das hier der ganze Berg theoretisch Nee, Übergang? der ganze Fluss hat Übergänge. Crispy ist auch, findet das sympathisch, was ich sage. Sehr gut. So, wie age ich denn jetzt? Ich spiele hier gerade viel zu wirtschaftlich. Ich baue nur Siedler und ich baue die ganzen. Bau mal dein Haus der Weisheit. Ich seh dein Stream. Bau mal Haus der Weisheit Ja, jetzt. das macht Sinn, das sollte ich mal Baust du bauen. schon Gold ab? Bau mal ein Goldlager auch. Du baust ein Goldlager. Du hast 10 Holz zu wenig. Geh mal mit einem deiner Villager auf den Stacker Tree. Bitte. Auf den was? Auf einen der Bäume um dein TC rum. Rally dein TC auf die Bäume daneben. Das kann ich machen. Achso, nee, du hast doch schon Holzfällerlager. Warte mal. Ich will den Stream aufmachen. Aber er hat noch kein Holz, er hat noch kein Goldlager gebaut. Ja, er hat ja jetzt dann eins. Ja, jetzt, ja. Goldlager steht. Okay. So. Und ich soll mit dem Kulturflügel agent, sagst du? Bei den ersten für die günstigeren Lebens für die frischen Lebensmittel für günstigere Dorfbewohner. Nee, Das ist der eben nicht den. Wirtschaftsflügel. Er soll zwei oder drei Häfen spielen und den Kulturflügel machen, dass wir dann in der Edge 3 eine Push spielen können, dass wir rechtzeitig zu seinem Spiel kommen. Ja, okay, na gut. Also ich war jetzt schon mal zu, dass wir den Übergang dicht haben. Gut. Dann ist Das ist das eine gute zumindest Info. sichergestellt. Ja, hier beim Wasser mal So. auch so. Das ist ja alles offen. Also ich weiß nicht, da kann man, glaube ich, auf der linken Seite kann ich ja gar nicht groß was zuwallen. Das ist ja breitseitig offen. Da So. wohl. Da wohl. Oh, da wohl. Also ich age mit Und dem dann zwischen wohl. Kulturflügel. Und ich soll jetzt den zweiten Hafen bauen, hast du gesagt, richtig? Ja. Okay. So I will do. Engel, von denen echt jetzt erst. Okay, dann bin ich ja vor ihm.
So, ich bin ja Abbaside, das heißt, ich sollte auch auf schön auf die Bären gehen. Machen wir das doch mal. Wollen wir bei mir rübergehen in der Mitte? Welche Einheiten braucht ihr von mir? Bärs. Speere, alles klar. Okay, wo soll ich nochmal wallen? Bei diesen Wasser. Warte kurz. Da. Aber da, bei den Wasser. Meinst du bei den Wasserübergängen? Achso, nicht so hoch einfach nur. Du sollst einfach von den Trees runter wollen zum Wasser und immer zwischen den Wäldern durch, dass du dir Holz sparst. Ja, mal schauen, ob das funktioniert. Ich bin mir da noch nicht so sicher. So, mir fehlt es ein bisschen an Holz. Ich bin ein bisschen zu stark auf Nahrung gegangen. Wo baue ich denn am besten, wo braucht ihr meine Kaserne? Ich schicke meine Truppen hier. Kannst du deine auch entschicken. Okay. So. Okay. Ja, ich sehe sie. Ah, die wollen wohin? Okay. Okay, dann baue ich jetzt mal meine Kaserne. Okay. Das läuft. So, die Schubkarre schnell mal holen. Okay, die ersten Speerkämpfer werden gebaut. Dominus ist gleich Castle. Sehr schön, wir haben bis jetzt noch keine Angriffe abbekommen, was erstmal gut ist. Ich weiß noch nicht, ob die mit Schiffen dann kommen, was meint ihr? Die können nicht mit Schiffen zu dir rüber. Achso, okay. So, dann baue ich gleich noch eine zweite Kaserne, oder? Zweite Kaserne und mehr Speerkämpfer, ja? Ja, ja. Dann blocken wir den Franzosen auf jeden Fall weg. Alles klar. So. So dermaßen eingerostet, ey. Gott, oh Gott. Okay. Sag mal Bescheid, wenn du die ersten Men at Arms hast, Naminos. Oder Karl, du spielst Ritter, ne? Ja. Okay, ich wäre soweit, ich habe eine ganze Menge schon. So, Produktion läuft. Relativ stabil. Holen Sie sich schon geweihte Stätten? Nee, du holst dir welche. So. Wololo? Ja, bin ich. Okay, gut. So, der erste Knight da unterwegs gewesen von Frankreich. Ah, läuft bis jetzt eigentlich ganz solide. Soll ich mir eigentlich irgendwelche Technologien aus dem Haus der Weisheit holen? Was hast du jetzt für den Flügel gemacht? Kulturflügel.
Ja, dann hätte ich Bewahrungswissens schon längst holen müssen, ne? Verdammt. Günstigeren Technologien auf jeden Fall und dann eine Schmiede bauen. Ja, die Schmiede habe ich. Du holst ja als erstes das Upgrade vorne, das alles billiger ist, was du tust. Welches ist das? Das alles ganz billiger? Oben, das Bewahrung des Wissens heißt es. Ja, das mache ich gerade. So. Also, ich gehe schon mal. Ich gehe mal ein bisschen vor. Kommst du mit, Gaius? Natürlich. Villager mitnehmen, ist ein Turm haben. Okay, wo geht's weiter? Ja, wir können ja ein bisschen gucken, ne? Ja, dann hier auf hier hin, so seitlich, weil gelb ist zugewallt. Ja. Lass uns doch mal da zu dem Übergang laufen, dann sammle ich auch da die neuen Truppen. So. Jetzt brauche ich aber mehr Gold. Moin Cesarius, grüß dich, hallöchen. Gaius, immer mit Attack Combat über die Map moven. Du hast 30, 300 Wölfe hinter dir. Schade, dass ich kein Russe bin. So, Rasmann München, grüß dich. Okay. Gucken mal, wo wir rüberkommen. Hier ist ein Ritter. Aber ich habe zugewallt, stolz wie ich bin. Ja. So, lass uns mal schauen, lass mal die Mauer hier einreißen. Hier. Warte mal ganz kurz, ich muss schnell in zu Hause Türme bauen, dass ich gesichert bin. Ja, wir müssen das jetzt passt schon, Guys, ich clear das selber. Ich muss nur aber auch auf Nahrung noch gehen. Kommst du hier, Gaius? Hier? Ja, ich komme da. Ach, darüber willst du? Ich dachte, hä? Wieso greifst du da an, wenn wir doch da rechts rüber? Also. Ja, weil ich da hingepinkt habe schon dreimal. Ja, aber wieso laufen wir nicht einfach hier rechts über den Übergang? Oder ist da keiner? Bin ich blind? Da ist kein Übergang. Wir müssen doch die Wall durch. Ich dachte, das wäre ein Übergang. Mein Fehler. Ah, ich schieße schon mal Dorfbewohner, ich bin auch ein bisschen dumm. So, das läuft. Villager jagen. Ja. Jawohl, ich komme mit. Ich komme mit. Hat mein Werk gebaut. Das ist super. Kannst du Rammen bauen, Gaius? Ja, kann ich automatisch, ne? Du bist ein Saber. Ja. Ich gehe mal ein bisschen gucken. Hier ist Uptime. Rauf da. Links? Oh ja, ich komme. Pass auf, da hat einer eine Reliquie, ne? Ja, passt erstmal die Villager. Ich gehe auch hoch jetzt. So. Ja, sieht doch entspannt aus. Bin ein bisschen tiefer, aber gut, du bist auch mit dabei, Leminos. Ein paar Rammen wären gut, geil. Ja, die baue ich gerade. Ich ziehe mich hier ein bisschen zurück und baue noch mehr Rammen. So. Ja, der verliert einen Villager nach dem anderen. Sehr gut. So, ich habe Upgrades geholt. Der Feind hat hier eine Armee, der Rote. Ja. Das ist der Franzose hier. Na, Geist, ein paar Spears hier hin. Ja, ich komme. Also am besten splitten. Schön. Sehr gut. Da, wir gehen da drauf, dass er den Turm nicht baut. Bei Rot. Ja. Ich reiß hier Kasernen ein, Turm ist erledigt.
Können weiter drauf gehen. Oh, meine Schmiede-Upgrades. Brauch mehr Kasernen. Ja, ich guck mal, ob ich noch ein paar Villager finde. Okay. So, hier haben sie ein paar Gegner. Ja, die haben Trade auch. Okay, interessant. Ich bin hier auch schon bei den mit. Ich bin einfach mit meinen Speerkämpfern gerade in den Siedlern drin, auch nebenbei bemerkt. So. Die Upgrades sind am Start. Das ist ein 3 vs 3 Cesarius. Eieieiei, das ist ein Gemetzel hier. So, die können auch mal was machen jetzt bitte. Der Rote verliert einfach alle Villager, die er besitzt. Burggrafenpalast, den werden wir mal direkt einreißen. Ich hab bestimmt noch irgendwo Truppen stehen, oder? Ne, die laufen alle, sehr schön. Ich würde dazu sagen, dass wir den. Entweder nehmen wir den Franzosen jetzt raus oder den Ape hier in Mitte, ja. Okay, ich habe jetzt ein paar Probleme hier, wo ist eure Armee? Ich schieße alle Villager von Gelb und Rot weg. Die haben alle keine Villager mehr. Das Spiel ist over, das haben wir schon gemacht. Sehr gut. Dann kämpfen einfach meine Speerkämpfer jetzt gegen die Reste von denen. Nein! Ich könnte Hilfe gebrauchen, ich werde von Rittern verfolgt. Wo? Warte, da bist du. Welche Ritter verfolgen dich denn? Die Lemnos-Ritter? Na, die roten Franzosen-Ritter. Ach, da! Ah, okay, jetzt habe ich dich wieder entdeckt. So. Ich baue jetzt nochmal aus allen Kasernen, die ich so habe. Läuft. Der Angriff läuft. Jetzt gehe ich auf die Kaserne hier drauf. Ah, wobei, nee, ziehen wir zurück. Ah, sie geben aber auf. Alles gut, alles gut. Sehr schön. Dann können jetzt auch die Speerkämpfer nochmal zum Angriff übergehen. Der Rote ist raus, das heißt Gelb. Ja, HIE ist noch drin und der Engländer ist noch drin. Ja, gehen wir mal auf den Gelben. Ne, jetzt ist der Engländer noch drin. Sehr schön, na dann drauf da. Der Gelbe ist noch. Der Gelbe ist noch da. Ja, der Gelbe ist noch da. Dann auf den Gelben. Töten wir noch ein paar Gegner. Auf geht's, Leute. Rein da. Und gerade ein Tribok bauen. Speerkämpfer, vernichtet alles. So, reißen wir das Dorfzentrum ein. Ja, für die Ehre des Abbasidenreiches. Vorwärts, Männer! Ja, genau, die Gegner haben auch die Uhr im Blick und wollen Wild West Dynasty zocken. 18:58, Guys, das war dein Wunsch. Das ist perfekt, jawohl, warte mal, nicht Team, TT für alle. TT, schönes Spiel! Ja, das war doch ein gutes Spiel. Sehr schön. So viel Fehler gemacht, ey. Schöne Kämpfe, war aber gut zum Reinkommen. Ja, passt ich, ja, also da, außer dass ich jetzt den Scout am Anfang völlig vergessen habe, war ich ansonsten relativ zufrieden. Ich habe sogar den Wall gebaut, der uns am Anfang Zeit verschafft hat gegen die Ritter. Ich habe das mit den Häfen hinbekommen, dank der schönen Einweisung von Lemnos. Also, das lief einfach wunderbar, muss ich sagen. Ja, war doch okay.